Herzlich willkommen zurück zum Gemüsefern-Podcast und zum zweiten Teil von Die da oben. Alle Tomate. Hallo Arti, genau wie du richtig sagst, wir haben im ersten Teil schon hier diese Doku gesehen oder diesen Meinungsbeitrag. So kritisch sehen wir Migration wirklich von die da oben. Ich muss sagen, ich fand den ersten Teil tatsächlich ganz gut. Also ist in Ordnung. Ja, sie haben sich auch noch nicht wirklich positioniert. Sie machen jetzt nur, bis jetzt finde ich, so eine Vorstellung. Was sagen die Jugendlichen? Haben sie auch ein paar da eingeladen? Ja, natürlich hat es ein paar Ja. tendenziöse Einschläge, dass dann halt mal der Begriff rechtspopulistisch in abwertender Weise benutzt wird, zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen ist das einer der besseren Beiträge von Funk, muss man sagen. Einer Wir der haben aber auch die wenigen. Hälfte vor uns, Aber wir also. haben noch die Hälfte vor uns und es wird noch viel gekackt. So viel können wir sagen. Weiter geht's. Ferdinand hingegen sieht in dem Punkt sogar eine Chance für die Zukunft. Wenn Integration richtig läuft, werden die ja in kaum 3, 5 Jahren in dem Arbeitsmarkt und dann wäre eigentlich. Quatsch. Ja, Ja, als Paketbote vielleicht oder das ist die so. positive Seite. Ja, eben, als Paketbote oder ja. Also nicht gegen Paketboten, ne? Aber ihr verdient nicht 5.000 Euro. Ja, und es sind jetzt nicht die ganz hochqualifizierten Jobs, die halt immer gesucht werden. Also, wenn von Fachkräftemangel gesprochen wird, klar betrifft das auch Branchen wie Paketboten, aber in erster Linie halt vor allem hochqualifizierte Branchen. Ja, dort, wo die Boomer jetzt in Rente gehen, irgendwelche. Ja. Ja. Ingenieure oder sowas. Ärzte, Ingenieure. Ach, der ganze Pflege- und Krankenbereich, das wird alles ganz schlimm in den nächsten Jahren werden. Dass die positiv sind für den Staat. Deswegen ist es eigentlich nur, wenn die faul rumsitzen müssen und das ist. Oh Gott, sie müssen, wir zwingen sie dazu. Ja, Ja, oh alles Gott, klar. der hat es Junge, richtig. der ist richtig noch naiv. Ja, der hat richtig diese Gutmenschenposition gefressen. Ja. Dann eher das Problem ist, dass man die halt nicht richtig Ja, integriert. Integration, Und ja. deswegen habe ich da als deswegen direkt keine Sorge. Während also Daniel hier eher Sorgen um Wohlstand hat, gehen da Alexander und Ferdinand nicht unbedingt mit. Trotzdem haben sich alle drei gemeldet, dass sie die Sorge um eine Zunahme von Flüchtlingsströmen teilen. Ein anderer Erklärungsansatz könnte sein, und hier ganz klar die Betonung auf könnte, dass die Kriminalität, die aktuell mit Migration in Zusammenhang gebracht wird, uns oder zumindest manche von uns verunsichert. Bei mir ist es persönlich so, dass ich durch den Anschlag in Mannheim. Ah, und hier muss ich jetzt wieder einhaken. Also hier bin ich doch schon sehr sauer mit dem Beitrag. Die Kriminalität, die mit dem Flüchtling in Verbindung gebracht wird, so als wäre das gar nicht miteinander in Könnte, ja. Zusammenhang stehend. Genau, und dieses ganz hart betonte könnte. Natürlich sind Flüchtlinge weit deutlich krimineller als Deutsche. Also Ja, ich glaube, einfach die Korrelation ist fast eins, ne? relational In gesehen, einigen ja. Tatbereichen. Ja. Also schon allein, dass du diese überfallartige Gruppenvergewaltigung als Straftatbestand einführen musstest ab 2015, sagt ja schon alles. Ja, eben. Wir haben in Deutschland jetzt statistisch im Jahr 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag, also 700 im Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. 700 Leben, die da zerstört werden durch solche grausamen Taten. Und das sind Gruppenvergewaltigung. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die normale Vergewaltigung, die ist da nicht mit drin, sondern es ist einfach Eben. so eine Die hat Gruppe. auch noch Ne? zugenommen. Genau, die hat Ja. natürlich auch massiv zugenommen. Das ist echt Raub, absurd. Mord, alles. Also ich meine, die polizeiliche Kriminalstatistik, wir haben da auch mal wir haben das mal in einem anderen Video betrachtet, und zwar war das von Georg Restle, irgend so ein Talk-Format, und da sind wir auch mal genauer auf die Statistiken eingegangen, auf die Zahlen, haben da einiges vorgelesen, deswegen müssen wir das hier nochmal nicht machen. Auf jeden Fall geht es darum, es ist Fakt, Zuwanderer sind nun mal deutlich krimineller als Deutsche und die sind maßgeblich verantwortlich für den Anstieg der Kriminalität in Deutschland. Das ist nicht ein könnte oder ein vermeintlich und ich habe das Gefühl, nein, es ist einfach so. Und wir reden jetzt hier über die Zuwanderer von 2015, ne? Also es geht jetzt nicht um irgendwelche aus den 90ern oder 80ern, sondern es geht um die Ja, ja, relativ aktuellen. ja. 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 Relativ, ja, angsterregend. Generell ist mir aufgefallen, dass diese Nachrichten, dass das alles mehr wird. Und ob das jetzt gerechtfertigt mehr wird, also dass die Taten wirklich mehr werden oder ob die Berichterstattung da nur Ja. explizit drauf geht, da weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall kommt das. Lies einfach die Kriminalstatistik, dann wirst du es wissen. Nein, die Dann kommt es mal Medien mehr in hängst zu sehr an Medienpräsenz. die große Glocke. Es war vorher auch schon schlimm, aber jetzt bekommt man es mit. Ja, der Typ kackt einfach viel zu hart. Der ist halt noch naiv. Ja. Ja.
Und deswegen beunruhigt es auch einen mehr. Ich muss da sagen, dass es mich selbst auch dadurch ein bisschen skeptischer macht mit der aktuellen Richtung von der Regierung. Wenn man solch diesen Messerangriff auf den Polizisten sieht, was ja uns alle irgendwie schockiert hat, dann sieht man halt. Wie sie immer den Herrn Stutzenberger da vergessen, jedes Mal. Ja, der Messerangriff auf den Polizisten. Also ich denke mal, es geht hier um das Attentat in Mannheim. Es geht um Mannheim, ja. Also ich habe mittlerweile die Vermutung, wenn der nicht den Polizisten da umgebracht hätte, wäre das völlig unter den Teppich gekehrt worden. Ja, absolut, absolut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das hätte dann keinen. Da wäre dann die Nachricht gewesen, Islamhaser Stutzenberger verletzt oder so. Genau, ja. Bei Tumult oder so. Die Kapazität hat, da jeden irgendwie abzuholen. Das beschäftigt mich schon. Die Anschläge von Mannheim und Solingen, bei denen zwei mutmaßliche Islamisten wahllos Menschen... Mutmaßliche Islamisten, Alter, der eine hat sich zum IS bekannt in dem Video und der IS hat selber dann noch die Tat für sich reklamiert und der andere tut einen Islamkritiker abstechen. Also, was ist los mit euch? Haben viele schockiert, auch junge Leute. Auch der Tod eines 20-Jährigen im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen, der nach dem Abiball seiner Schwester mutmaßlich von einem 18-Jährigen Geflüchteten aus Syrien totgeschlagen worden ist, hat viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen. Und dann ist da noch die Polizei... Alter, der wurde mutmaßlich totgeschlagen. Er lebt wohl noch, oder was? Alter. Also es ist dieses Rechtsdeutsch mit, solange wie der nicht verurteilt ist, müssen wir immer mutmaßlich sein. Ja, naja, ja, gut. Noch die polizeiliche Kriminalstatistik von 2023, die feststellt, die Zahl der Straftaten sind im vergangenen Jahr besonders unter Migranten gestiegen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt dazu, Grund für die Zunahme von Straftaten durch Ausländer sei die erhöhte Zuwanderung. Sie sagt aber auch, 2015 und 2016 seien die Straftaten massiv zurückgegangen, obwohl es viele Zuwanderer in Deutschland gegeben habe. Grund sei damals eine bessere Integration gewesen. BKA. Was ist denn das für ein Bullshit? Das für eine Lüge. Das habe ich auch noch nie gehört. Okay, ich meine, wir hatten... Das da war ging doch ja die Domplatte, what the fuck? Ja, eben, das ging ja eigentlich ab 2015 direkt dann los. Also ja, Silvester 2015 war so das Erweckungserlebnis, würde ich sagen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du als Flüchtling in Anführungsstrichen ja erstmal ankommst, dann hältst du mal kurz die Füße still und guckst erstmal, was wird. Und wenn du dann merkst, dass das hier eine Clowns-Veranstaltung ist, dann lebst du dich aus. Kann ich mir auch vorstellen, ein, zwei Jahre später geht es dann ab. Ja. Die Lüge hier von der guten Frau Faeser, dass die Integration gut funktioniert hätte da, aha. Ja, was, da was, wie hat sich das denn geäußert? Also wirklich, wie hat sich das geäußert? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste man der mal die Frage stellen, ne? Was? Ja. Na gut. BKA-Chef Münch hat dazu erklärt, ein hoher Anteil von Zugewanderten in der Bevölkerung führen nicht automatisch zu mehr Kriminalität. Aber eine hohe Migrationsdynamik, also viel Zu- und Abwanderung in kurzer Zeit, könne zu schwierigen Lebensbedingungen und schlechteren Integrationschancen für den Einzelnen führen und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass er straffällig wird. Solche Entwicklungen. Ah, jetzt haben wir hier schon wieder so eine Augenwischerei. Und da werden irgendwelche Begriffe erfunden, hohe Migrationsdynamik. Also, das habe ich, ist auch ein Begriff, den habe ich noch nie gehört. Ja. Einfach, man will so gut es geht um das Thema herumreden, das Beschönigen, Relativieren. Das ist wieder ganz typisches ÖAR-Verhalten hier. Also jetzt bin ich doch angewidert von diesem Beitrag. Was hatten jetzt wir letztens, was war denn das? Das war doch auch so ein Kunstwort, so ein schönes, mit diesen Jugendlichen, die sich da, diese Störer da im Klassenzimmer. Da war da auch so ein Kunstwort hier, nicht verhaltensauffällig, aber ja, dieses ja, andere. Ja, ja, ja. Oh, scheiße, verhaltenskreativ oder sowas war es. Verhaltenskreative Jugendliche. Ja, ja, genau sowas war es. Sowas, ja. Und Migrationsdynamik, was hatten Sie gesagt, wenn die Zu- und Abwanderung sehr hoch ist? Also, wenn wir 100% abwandern, dann ist hier viel Kriminalität. Okay. Ja, das war jetzt irgendwie strange, ja. Haben auch Auswirkungen auf die gefühlte Sicherheit. Ich habe so das Gefühl, dass es da irgendein Problem gibt, wie man ja auch bei den Berichten von der Kriminalstatistik von Faeser sieht, dass es da ein Problem gibt, aber das irgendwie nicht angepackt wird. Das Ding ist nur, die Trendstudie Jugend 2024 hat nicht abgefragt, inwieweit sich junge Menschen Sorge vor Kriminalität durch Geflüchtete machen. Trotzdem hat wahrscheinlich jeder von uns die riesige mediale Debatte darum mitbekommen und die Verunsicherung ist in vielen Teilen der Gesellschaft zu spüren. Okay, und dann gibt es noch einen Erklärungsansatz, bei dem man aber ein bisschen um die Ecke denken muss. Alexander, der selbst vor 13 Jahren von Russland nach Deutschland gekommen ist, sagt: Ich fühle mich jetzt nicht dadurch bedroht, dass eventuell mehr Menschen nach Deutschland kommen würden. Das gönne ich denen auch. Aber er macht sich Sorgen über... Was hat er gesagt? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Er macht sich keine Sorgen, dass mehr Menschen nach Deutschland kommen. Okay. Scheiterte Integration. Da habe ich halt persönlich die Sorge, dass
wenn die Flüchtlingsströme zunehmen und das nicht vernünftig aufgegriffen wird, beziehungsweise die Leute nicht vernünftig untergebracht werden oder zumindest nicht so vermittelt wird, als würde man das im Griff haben, dass dann natürlich der Hass oder die Ablehnung gegenüber den Flüchtlingen oder Asylsuchenden steigen wird und eventuell dann auch auf andere Bevölkerungsgruppen sich verbreiten wird. Und darunter bezogen halt auch ich zum Beispiel. Auch Daniel und gut, also er ist halt egoistisch da unterwegs und sagt schlussendlich dasselbe wie dieser Naivling vorhin. Ja, muss man ehrlich sein. Ich meine, er ist halt auch Migrant. Klar, tut er jetzt in dem Sinne nicht ganz im Sinne der deutschen Mehrheitsbevölkerung argumentieren. Ich meine, das ist nun mal Fakt. Also, das ist immer so ein Ding. Wenn du, ich sehe das auch ein Stück weit bei meinem Bruder, der wohnt in England. Also, du nimmst ja irgendwie immer die besten Dinger für dich raus, weißt du? Jetzt zum Ja. Beispiel bei ihm war es damals mit dem Thema Brexit. Also der Hauptgrund, warum er jetzt nicht für den Brexit war, war jetzt gar nicht, dass er sich irgendwelche Gedanken gemacht hätte um die Migration und Fragen der Souveränität von Großbritannien, sondern es ging ganz konkret um ihn. Ja, was passiert denn mit mir, wenn ich als Deutscher hier bin? Und so weiter. Und so ähnliche Da brauche ich einen Argumentationsschiene Pass, der jetzt, kostet Geld, will ich genau, das und so ähnliche weiter. Argumentationsschiene jetzt hier mit dem Ukrainer. Also er halt sagt, naja, ich bin halt letztlich auch Migrant und das fällt dann auf mich zurück und blablabla. Ja, und das, also, A, ich kann das sehr gut verstehen. Das ist halt allzu menschlich. Punkt. Ne? Ja, Und natürlich. schlaue Politik würde das mit einkalkulieren. Und B, sieht man ja dann, dass die Integration / Assimilation bei ihm nicht funktioniert hat. Wenn er vor 10 Jahren hier ist und sich immer noch als Ausländer fühlt, Nein, dann. nein, nein, stopp, 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 der ist erst seit 3 Jahren hier. Okay, ich hatte 10 irgendwie verstanden. Nee, 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 nee. Er ist erst seit 3 Jahren hier. Okay, na gut, dann ja. Dann nehme ich das zurück auf an der Stelle, ja, okay. Aber na gut, laut Faeser müsste ja, reicht ja ein Jahr. Aber trotzdem können wir ja zusammenfassen, also man hat halt immer irgendwie noch Eigeninteressen. Also man als Zuwanderer ist man jetzt nicht nur, weil man jetzt auf einmal in Deutschland wohnt, dass man sagt, ja, ich vertrete jetzt vollumfänglich die Interessen Deutschlands. Ich meine, das sehen wir halt auch vor allem bei islamischer Zuwanderung. Also wenn es da um politische Entscheidungen geht, ich meine, die wählen dann irgendwie Grüne oder SPD, vor allem Muslime. Und das wählen die bestimmt nicht, weil die so auf die LGBTQ-Fahnen abfahren, die dort schwingen, sondern eben, weil die genau wissen, ja, diese Parteien unterstützen die Zuwanderung massiv. Ja, Da in kann ich noch Zukunft, wie mehr die von meinen da Kumpels war, hier alles reinholen. gut. Ja. Thema Ja. Integration. Ich finde vor allem, dass nicht das Problem ist, dass generell Menschen kommen nach Deutschland, sondern dass die Integration falsch läuft und deswegen dadurch diese ganzen Ängste und Sorgen entstehen. Aber nicht direkt, weil Leute so rassistisch sind, weil die keine Leute da haben wollen, sondern dass die ja nicht richtig eingebürgert werden und dadurch so viele Probleme entstehen. Müsste mir mal erzählen, was er unter guter Integration versteht. Ja. Ohne Scheiß. Was soll das sein? Dass die Leute arbeiten? Aha. Dieses Gekacke, dieses harte Gekacke. Eine schöne Sache, dass wir die hier aufnehmen, oder es ist auch völlig selbstverständlich und dass wir denen helfen. Nur man merkt, dass irgendwie unsere Hilfe in den letzten Jahren irgendwie an ihre Grenzen kommt, dass man nicht mehr alle so oder nicht mehr allen so helfen kann, wie wir es eigentlich wollen, nicht mehr alle so integrieren kann. Und das ist ein wichtiger Punkt. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt zu PKS 2023, dass wir aktuell so viel Zuwanderung hätten, dass die Integration auch an Grenzen stoße und schlechter funktioniere. Ja, und jetzt? Also machen wir jetzt erstmal eine Null, wie es dieser Arsche-Typ aus der anderen Doku da gefordert hatte? Lassen wir jetzt erstmal keinen rein und integrieren, wie auch immer das es sich ausgestalten soll, die hier lebenden neuen Leute? Machen wir das? Nee. Natürlich nicht, ja eben. Also man macht gar nichts, man macht halt ein bisschen symbolpolitisch jetzt angeblich die Grenzen zu. Aber wie gesagt, im ersten Teil, die ganzen Leute, die Asyl rufen, kommen trotzdem rein. Man macht halt letztlich Symbolpolitik und es geht alles weiter wie Man bisher. schiebt mal 28 Afghanen kurz vor der Wahl ab. Ja, Und wenn ja, der ja. Flieger zurückkommt, hat er 100 neue an Bord. Das sind letztlich die einfachen Lösungen, muss ich sagen, für die komplizierten Probleme. Also oft wird das ja von anderer Seite kolportiert, ja, die AfD hat einfache Lösungen für komplizierte Probleme. Nee, aber ich sage das immer wieder, nichts zu tun, das ist die einfachste Lösung. Oder nur Symbolpolitik, das ist die einfachste Lösung. Ja. Und ein Problem zu verschlimmern, also im Sinne von das aufzuplustern. Ja, nach mir die Sintflut, sollen sich halt die Nächsten drum kümmern. Deswegen gäbe es auch mehr Straftaten durch Ausländer. Grundsätzlich kann man sagen, die Sorge vor einer Zunahme von Flüchtlingsströmen kann durch die unterschiedlichsten Ursachen begründet werden. Da sind also viele Ängste und Sorgen. Schwindender Wohlstand, fehlender Wohnraum, steigende Kriminalität, scheiternde Integration und auch steigender Rassismus. Das sind alles Dinge, die junge Menschen aktuell enorm verunsichern.
Kilian Hampel sagt dazu: Viele junge Menschen haben das Gefühl, es geht ihnen gerade schlecht. Der Staat, die aktuelle Politik sollte sich um sie kümmern und nicht um andere Gruppen. Das mag egoistisch klingen, ist aber gar nicht so unlogisch. Junge Menschen fühlen sich also in vielen Bereichen von der Politik übersehen. Dabei hatte zumindest... Ich muss da ein bisschen jetzt auch lachen. Das ist halt so ein grundlegendes Politikding. Das klingt egoistisch. Natürlich geht es bei Politik immer um dich selbst. Das ist doch logisch. Genauso, oder halt um die Gruppe, die dir nahe steht. Ja, ja. Also... Ich bin deswegen auch immer ein bisschen uneins, wenn so kritisiert wird, wenn von Identitätspolitik gesprochen wird, weißt du, dass jetzt zum Beispiel die Schwarzen gegen die Weißen ausgespielt werden in den USA oder so, weißt du, dann redet man halt von Identity Politics, aber Politik ist halt meiner Meinung nach immer identitär, also ich bin... Ja. Ich würde mich auch als identitär bezeichnen. Ich meine, deswegen gibt es auch die identitäre Bewegung. Also man will halt immer seine eigenen Interessen, die mit seiner Identität zusammenhängen, in der Politik voranbringen. Ja. Deswegen finde ich jetzt den Take ein bisschen komisch. Ja, das ist zwar egoistisch, es klingt vielleicht egoistisch, weil so ist nun mal Politik. Ich fand das lustig hier, als der Kerl hier gerade alles aufgezählt hat, hier mit Wohnraum, Wohlstand und sowas sinkt. Und der letzte Punkt war ja steigender Rassismus. Und alle, die er jetzt hier interviewt hat, haben gesagt, also ich sehe das jetzt mit dem Rassismus nicht als das Problem. Ja, eben. Also das legt der Ding halt einfach so in den Bund. Ne? Ja, nicht den, aber wahrscheinlich den, die halt eben nicht hier teilgenommen haben. Vielleicht irgendwelche bösen, jungen, alternativen Anhänger. In die Ampel gesteckt. Ich persönlich hatte mir jetzt erhofft, nach 16 Jahren Stillstand mit der CDU in der Regierung, dass die Ampel endlich mal die Sachen anpackt, die liegen geblieben sind und sich wirklich was verändert, spürbar. Aber in der Realität ist es, finde ich... Was hat denn stillgestanden? Also, bring doch mal Beispiele. Also, ich bin ja sogar bei dir irgendwo, aber du musst ja mal irgendwie konkret werden. Das sind so auswendig gelernte Plattitüden irgendwie. Vielleicht kommt das noch. Ja, aber gut, du hast recht. Man merkt halt schon so ein bisschen, dass die halt politische Erfahrung hat, würde ich meinen. Also, die war ja auch bei diesem grünen Campusverein. Jetzt ist sie bei diesem Studentinnenschaftsverein irgendwas, ja. Vielleicht kommen hier noch ein paar Beispiele. Wir hören mal rein. Wirklich was merkt. Stattdessen hat man so das Gefühl, dass sich die KoalitionspartnerInnen gegenseitig blockieren. Und am Ende leiden immer die jungen Menschen darunter. Immer die jungen Menschen, für die am Ende kein Stück mehr vom Kuchen übrig bleibt. Es scheint also ein bisschen fast so, als würde jede etablierte Partei sich einen Scheißdreck um euch kümmern. Warum wählen die jungen Leute die AfD? Ich weiß es einfach nicht. Das will mir nicht in den Kopf. So, als hätten Politikerinnen und Politiker vergessen, dass es noch junge Menschen gibt. Und das frustriert. Die Zufriedenheit. Ohne Scheiß, diesen Satz habe ich, als ich 14 war, gehört. Das ist doch toll, oder? Das hat seitdem nichts getan. Entschuldigung, welchen Satz? Na, diesen hier. Fast so, als wüssten Politiker gar nicht, dass es junge Menschen gibt. Ja, ich verstehe. Es ist so wie dieser Satz, wir müssten mal was für den Mittelstand tun. Und ja, das ist so ein ganz alter Satz. Ja, das wird es auch immer geben, muss ich sagen. Das wird es auch in 100 oder 1000 Jahren noch geben. Ja, ich hoffe, das wird sich demnächst mal ändern. Mal sehen, ja. Junge Menschen mit den politischen Verhältnissen und der aktuellen Politik ist tatsächlich auf einem Rekordtief. Das liegt zum einen daran, dass viele junge Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht wahrgenommen werden, ihre Sorgen gar nicht erst gesehen werden. Zum anderen, sie aber auch das Gefühl besitzen, dass wenn die Sorgen wahrgenommen werden, werden sie nicht ernst genommen. Wenn junge Menschen dann mal ihre Sorgen äußern, wie zum Beispiel über den steigenden Dönerpreis, dann machen sie es auf TikTok, mit einem Hashtag zum Beispiel, wird aber dann nicht wirklich ernst genommen, sondern eher so als jugendliches Hirngespinst abgetan. Eine Studie der SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung sagt, 77% der zwischen 16 und 30-Jährigen finden nicht, dass die Politik die Sorgen junger Menschen ernst nimmt. Hier muss ich mal wieder einen Pluspunkt geben. Die haben jetzt gerade gesagt, SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung. Auf jeden Fall, also da geben sie sich wirklich Mühe. Ja, die haben auch brav von allen Beteiligten hier benannt, welcher politischen Strömung die zuzuordnen sind. Also wenn die irgendwo in einem politischen Verein tätig sind, Junge Union, SPD-Nas, irgendwas. Ja, das ist gut, auf jeden Fall, muss ich sagen. Vielleicht haben die da ein bisschen sogar, vielleicht ist es ein bisschen eine Lernerfahrung von der vielen, vielen Kritik, die halt immer und immer wieder kam an anderen Beiträgen. Bitte kündigt nicht den Medienstaatsvertrag. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Doch. Dass das so ist, hat man zum Beispiel an den Rückmeldungen zu unserem Döner-Video hier gemerkt. Und auch unter unserem Video zum Rentenpaket 2 habt ihr gesagt, wie krass... So, was steht denn hier? Immer geil, wenn Politiker etwas entscheiden, was sie selber nicht betrifft. Die jungen Leute wollen ja gar nicht mehr arbeiten. Ja, warum wohl du Honk, wofür denn? Ja, sehr gut. Das größte Problem, was ich sehe, ist, dass völlig realitätsferne Politiker über Dinge entscheiden, die sie selbst nicht in irgendeiner Weise betreffen. Ja. Hier, wie viel kostet eigentlich gerade der Liter Benzin und so, ne? Ja,
Das ist so ein generelles Politik-Ding. Deswegen, ja, also wenn Demokratie, dann direkte Demokratie, muss ich sagen. Da bin ich nach wie vor, das unterstütze ich. Ja, also, aber da müssen wir noch selbst, den Medienapparat irgendwie ganz anders umstrukturieren. Da müssen wir nochmal drüber reden, ja. Wir haben da schon in einigen Videos drüber geredet, ja. Deswegen, wir machen weiter. Das passt, lassen wir heute mal zu, ja. Das lassen wir heute mal zu, was auf uns gibt. Das sieht man auch an den Wahlergebnissen. Ich glaube, die Wahlergebnisse sind auch deshalb so deutlich, weil wir Jugendliche irgendwann uns einfach ein bisschen verarscht fühlen. Eine Partei, die scheinbar immer höher bei jungen Menschen im Kurs steht, ist die AfD. Man sieht recht deutlich, es gewinnen die Parteien, die mit jungen Menschen in Kontakt treten. Das kann im digitalen Raum sein, es wird oft über TikTok diskutiert. Ja, die AfD ist verstärkt auf TikTok unterwegs. Es geht aber vor allem darum, mit jungen Menschen überhaupt in Kontakt zu treten. Das heißt, im digitalen oder analogen Raum zu sagen, wir sehen euch, wir hören euch, wir nehmen eure Probleme wahr und wir haben Lösungen dafür. Ein Thema, das die AfD besonders gut aufgreift, ist eben die Zunahme von Flüchtlingsströmen. Das Thema hat die AfD damals quasi groß gemacht. Die AfD hat sich dem Thema Geflüchtete in Deutschland sehr stark angenommen, spricht es konkret an, hat auch eine sehr starke Meinung dazu. Bei anderen Parteien bekommen junge Menschen oft das Gefühl, die umschiffen das Thema eher, reden da nicht komplett klar. Und ihr Gefühl drückt sie halt nicht. Alles, was die letzten 10 Jahre politisch gemacht wurde. Ich bin mal gespannt, bis jetzt, was er so über die AfD gesagt hat, klang ja noch relativ neutral. Ob da noch irgendeine Spitze kommt oder ob der so neutral bleibt. Hm. Während die AfD noch keine Vokabel wie Menschenverachtung oder so. Also, pardon. Ne? Ja, eben. Also bis jetzt bin ich auch ganz... Der Höcke-Counter ist bei 0. Also jetzt... Bis jetzt bin ich noch positiv gestimmt. Ganz klar auf Konfrontationskurs ist und sagt, wir wollen nicht, dass noch mehr Geflüchtete nach Deutschland kommen. Dabei spreche die AfD eben genau die Menschen an, die aktuell verunsichert seien. Und da spricht natürlich dann auch die Programmatik der AfD an, dass sie gesagt bekommen, hey, wenn jetzt noch mehr kommen, wird es euch in Zukunft vielleicht noch schlechter ergehen. In Sachen Flüchtlings- und Asylpolitik... Na, nicht vielleicht, sondern definitiv. Wenn nochmal 10 Millionen reinkommen, dann ist es de facto so. Ja, klar. Wie sollte das sonst anders werden? Profitiert laut der Trendstudie aber aktuell nicht nur die AfD. Auch andere eher migrationskritische Parteien, wie zum Beispiel CDU und CSU, aber auch das BSW. Alter, ich habe selten so gelacht. Migrationskritische Parteien, CDU, die Grenzen unter Angela Merkel erst geöffnet haben. Ja. Und jedes Mal kacken, wie nichts Gutes, wenn es um Migranten geht. Jeden hier reinlassen. Alter Schwede, geil. Und BSW ist genauso. Das BSW ist einfach, das ist die übelste Bauernfängerei. Also... Ja, wie gesagt, als sie sich gegründet haben, haben die auf ihrer Pressekonferenz gesagt, wir wollen die Linke 2.0 sein, weil die alte Linke halt gerade stirbt. Und die alte Linke war nicht so, wir machen die Grenzen zu. Also, und alles, was die so groß in den Medien gesagt haben, ist bis jetzt Getöse gewesen. Zum Beispiel hieß es ja, wir müssen einen ganz neuen Umgang mit der AfD denken, dass wir auch mit denen zusammenarbeiten und so. So hieß es ja tatsächlich vorher. Und jetzt nach dieselbe Partei, BSW, genau, in Thüringen, sofort heißt es da, nee, wir arbeiten auf keinen Fall mit der AfD zusammen, haben da irgend so einen Beschluss beschlossen. Das kannst du nicht ernst nehmen. Ja, das ist Käse. Sind junge Menschen jetzt also rechter als früher? Fakt ist, die AfD holt zumindest einige junge Menschen ab. Ferdinand macht sich... Was denkst du? Sind junge Menschen rechter als früher? Ich würde sagen, ja, und das ist gut. Ich würde sagen, also ja auch, die sind sich bloß nicht so richtig bewusst. Ja. Weißt du wirst ja so links erzogen in Schule und so, aber die Probleme, der Realitätsdruck zwingt dich ja dann dazu, ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich das... nur dir im Privaten gesagt habe oder auch schon hier im Stream, also ich bin ja eigentlich der Meinung, die allermeisten Menschen sind irgendwie von Haus aus rechts, aber die wissen es einfach noch nicht, weil da halt darüber liegt so die Patina, die Schicht des Bildungsbürgertums, also auf der Schule und der Obrigkeit und der Medien, weißt du, dass immer gesagt wird, ja, rechts sein ist böse und deswegen traut man sich gar nicht dahin zu gehen, aber und es braucht dann irgendwie so ein Auslöser, also dass man mal über die Klippe gestoßen wird, ins kalte Wasser springt und dann vielleicht merkt, dass eben dieses sogenannte Red Pill-Erlebnis, dass man dann merkt, Moment, ich bin schon immer rechts gewesen und das ist gut so, ich habe es nur unterdrückt. So zumindest war es bei mir letztlich und ich bin der Meinung, so ist es bei den meisten Menschen. Ja, wobei ich sagen muss, also auch so ganz viele unpolitische Leute hauen ja teilweise Sätze raus, die sind krasser als alles, was die AfD irgendwo mal gesagt hat und die würden sich nicht als rechts bezeichnen.
Auf jeden Fall, ja, ja. Du kriegst wahrscheinlich eingeimpft, jahrelang. Von rechts ist es nur ein ganz, ganz kleiner Schritt noch, bis da sind die Lager wieder auf. Und deswegen ja, kommt so dieses es. Wort dir nicht über die Lippen. Das ist das Problem, aber in ja. den letzten Jahren normalisiert sich das wieder in die Richtung, dass das denkbarer und sagbarer wird. Ja, das ist richtig wichtig, ja. Einen validen Punkt hat, wie, dass man sieht, hey, warum sind da so viele Messerattacken? Irgendwas ist da scheinbar. Dass man dann ganz schnell auf Videos kommt, die dann das Gleiche sagen wie du, dass das ein Problem ist, aber die dann dich langsam zu in eine immer rechtere Ecke konvertieren und dich langsam auch abhärten, dass du immer mehr Themen, immer mehr rechten Themen ausgesetzt wirst. Das haben die doch jetzt schon ganz oft gesagt, auch in den anderen Dokus, dass es an den sozialen Medien liegt, dass man dann in so einen Strudel gerät. Mhm. Durch den Algorithmus. Nee. Sehe ich nicht so. Ja, also klar, der Algorithmus schlägt dir natürlich dann Dinge vor, die du dir länger angeschaut hast, die so ähnlich sind. Natürlich. Mhm. Aber auch das ist schlussendlich, wie soll ich sagen, klar, du lebst in deiner Blase und so, aber die Realität holt dich irgendwann ein. Und wenn die sich ja. dann noch mit den Videos deckt, naja, dann haben die Videos natürlich viel mehr Wirkmacht, als wenn du dauernd Videos konsumierst, wir leben hier auf Folge 7. Klar. Und dann gehst du draußen und naja, lebst auf Folge im Messer. Ja. Ja, die Argumentation hier, das ist halt so die Argumentation, wie man sie halt als braver Gymnasiast in der Schule lernt, weißt du? Also ja. der weiß genau, was er sagen soll. Ja, also die greifen halt Punkte auf, aber das stimmt ja gar nicht und man muss da vorsichtig sein und Angst haben, dass man dann nicht abrutscht in irgendeine böse Ecke. Also das sind ja so diese ganzen Floskeln. Ich muss ja ehrlich zugeben, so habe ich auch ein Stück weit gedacht mit um die 20 rum, als ich noch jung und dumm war, vor meinem Redpilling, wie gesagt. Ja, ich hoffe, das ändert sich noch. Bei dem. Ich denke, das Redpilling geht heutzutage schneller einfach. Weil, wie gesagt, die Probleme sind mehr, sie sind klarer und es gibt auch mehr Leute, die diesen Prozess schon durch haben, die das jetzt klarer ausformulieren können, was eigentlich das Problem ist. Und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, dass die Jugend rechter ist als früher, also zumindest als meine Generation noch. Also ich bin jetzt Mitte 30, also bei uns damals, das war ja undenkbar gewesen am Gymnasium, dass da irgendeiner von sich gesagt hätte, ich bin rechts. Und das, denke ich, ist schon anders. Also es wird noch nicht die Mehrheit sein, auf Gottes Willen. Also es wurde nicht ernst gemeint gesagt. Um beim Lehrer anzuecken, hat man da irgendwie schon sowas fallen gelassen. Ja, ja. Das hätte auch keiner rechts definieren können, so wirklich. Klar. Es waren alle Nomi-Links und wollten edgy sein, ja. Ja. Situationen, gespickten Themen, die sich aber alle gut anhören. Und so wird man langsam in so eine immer weiter nach rechts getrieben. Okay, aber was man auch sagen muss, die Ergebnisse der EU-Wahl zeigen, die junge Altersgruppe hat in großem Maße ihre Stimme kleineren Parteien gegeben. Also den Parteien, die in den Umfragen unter Sonstige zusammengefasst werden. Zumindest da kann man keinen Rechtsruck von ableiten. Dafür spricht auch ein anderes Ergebnis der Trendstudie. 44% der Befragten haben Angst vor einem Erstarken von rechtsextremen Parteien, also annähernd jeder Zweite. 2023 waren es laut der Trendstudie noch 32%. Auch in unserer Community-Umfrage, die wir für dieses Video auf Instagram gestartet haben. Das ist jetzt dieses Ding, was genau mein Punkt hier widerspiegelt, die Leute sind rechts, wissen es aber noch nicht. Also, dass die auf der einen Seite rechte Standpunkte haben, wie zum Beispiel Zuwanderung ist schlecht, das haben wir ja vorhin gehabt in den ganzen Prozentzahlen, dann aber gleichzeitig sagen, naja, aber das mit den Rechten, da kommen doch dann die Nazis wieder, das ist doch böse und Hitler, Faschismus, habe ich doch in der Schule gelernt. Weißt du, dass man dann halt noch Angst hat, diesen nächsten Schritt zu gehen, die Selbsterkenntnis, ich bin rechts und das ist okay so. Man hat halt immer noch Angst vor diesem Begriff einfach. Ja. Meinten viele von euch, dass sie das Thema beschäftigt. Passend dazu, die Proteste gegen Rechtsextremismus im Frühjahr. Die könnten mit dem Anstieg zusammenhängen. Genau in der Zeit wurden nämlich die Daten für die Trendstudie erhoben. Hunderttausende Menschen gingen auf die Straße, nachdem Korrektiv über ein Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam im November 2023 berichtet hat. Kern des Berichts von Korrektiv war ein Vortrag des bekannten Es war kein Treffen von Rechtsextremisten. Es war ein Treffen von CDUlern und AfDlern. Und war halt parteilosen. Ja, ja, es ging um Remigration. Also ich finde halt den Begriff Rechtsextremisten hier völlig fehl angebracht an der Stelle. Es ging ja nicht bloß um Remigration. Also dieser Voskau hat ja einen Vortrag gehalten über die Gefahren vom Briefwahl. Ah, okay. So. Okay. Also das war nicht bloß der Herr Sellner, der da irgendwie einen Vortrag gehalten hat über Remigration. Mhm. Das war ein ganzer Strauß an Themen, die da vorgestellt worden sind. Ja, ja.
bekannten österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner zum Thema Remigration. Auch mit dem, na gut, jetzt sind wir, jetzt können wir langsam den Zähler einfügen mit Rechtsextremismus. Ja, jetzt wird es langsam albern. Also, ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber hat irgendjemand schon mal gesagt, warum der Sellner rechtsextrem sein soll? In diesen ÖRR-Dokus? Ja, sicherlich. Da wird es sicherlich umfangreichere Dokus geben. Naja, weil er halt identitäre Bewegungen stärkt, weil er letztlich das AfD-Narrativ stärkt. Das wird es einfach sein. Ach so, das weiß ich. Okay. Ja, klar, na klar. Gut. Die Demos danach waren riesig und eine der größten Protestwellen in der Geschichte der Bundesrepublik. Aber die Welle ist aber nach der zweiten Welle sehr verebbt. Ne? Also nach 3 Wochen war von diesen Riesenprotesten fast nichts mehr. Ja, also ich halte das auch für sehr geastroturft. Also, Quelle Zeit Online, eure interaktive Deutschland-Protestkarte, die nach der 4. Woche wieder runtergenommen wurde, weil es gab keine Proteste mehr. Ja, Glückwunsch. Also das finde ich auch eigenartig. Gewirkt hat. Fazit: An der Trendstudie, aber auch an unseren Interviewpartnern sieht. Wieso findest du es eigenartig? Nee, ich meine hier mit den Protesten, sorry, Wortfindungsstörung. Ja, also ich meine, es war halt geastroturft irgendwo, dieses ganze Ding. Also die Medien und die Parteien haben es halt hochgezetert. Ja, komm, wir müssen jetzt alle auf die Straße, weil genau, da waren wir sind kurz vor 1933. Haben wir alle mit eingestimmt, so. Genau, also Gewerkschaften, Kirchenverbände, Sozialverbände, NGOs. Eben, und dann lief das mal 1-2 Wochen, aber dann war es halt auch wieder weg, weil es offensichtlich dann doch nicht so ein drängendes Problem ist für die Leute, ja. Weißt du? Ist mal also ein Happening, ich meine, ja. Ist mal ein Happening gewesen, genau, ist jetzt was anderes als Pegida zum Beispiel, was halt wochenlang war. Oder auf der anderen Seite zum Beispiel Fridays for Future. Ich meine, das muss ich denen halt schon anerkennen, dass die deutschlandweit in vielen Städten da jeden Freitag Leute auf die Straße kriegen. Ich bin da natürlich ideologisch denen absolut entgegengesetzt. Aber auch das hat, finde ich, noch eine viel größere Relevanz als jetzt diese Proteste gegen die AfD. Wobei man auch sagen muss, also Fight for Future ist ja auch hart astro getürft. Ja, also sprich, von oben kommt, wenn die eine ÖAR-Serie bekommen, die wir hier auf dem Kanal uns auch angeschaut und kommentiert haben. Schaut da mal rein, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ja, ich meine, wie lange haben die jetzt das durchgehalten, Fridays for Future? Ein Jahr vielleicht, ne? Nee, ach, das geht doch schon länger. Haben das mehr oder weniger aufgegeben. Ach, das ging aber schon eine Weile lang. Naja, gut, ist jetzt auch irrelevant. Wir kommen jetzt mal zu der Meinung von dem Typen jetzt. Jetzt wird es bestimmt hart links. Ja. Eine Erhebung ausgewirkt hat. Fazit: An der Trendstudie, aber auch an unseren Interviewpartnern sieht man, ja, irgendwie tut sich da was. Irgendwie sind echt einige junge Menschen nicht mehr so offen gegenüber Geflüchteten. Vor gar nicht allzu langer Zeit sind da noch viele mit Refugees Welcome Shirts rumgelaufen. Das ganze Thema hier ist für mich eher ein super gutes Beispiel dafür, dass in den Medien, aber auch in der Politik oft nicht richtig zugehört wird. Und wenn ich das sage, dann meine ich, es wird vor allem jungen Menschen nicht zugehört. Die Wahlergebnisse, aber auch die Ergebnisse der Trendstudie kann man so ein bisschen als einen Schrei nach Aufmerksamkeit interpretieren, aber auch als einen Warnschuss. Junge Menschen zeigen gerade, dass sie es leid sind, ignoriert und vertröstet zu werden. Und dass sie einfach krasse Angst um ihre Zukunft haben. Und das in dem Zusammenhang hauptsächlich in Bezug auf Geld und Wohlstand. Statt nun pauschal zu sagen, ja, junge Menschen werden halt migrations- und asylkritischer, wäre es doch viel wichtiger, auf die Sorgen einzugehen und Lösungen zu finden. Und man sieht ja auch an den Wahlergebnissen, junge Menschen sind gerade richtig lost, was Politik angeht. Wenn ihr mich fragt, ist es dann auch kein Wunder, dass die AfD in diesem Becken voll von verunsicherten jungen Menschen fischt. Wie seht ihr das? Geht ihr bei unserer Analyse mit? Oder habt ihr vielleicht noch andere Erklärungen, warum sich die Einstellung junger Menschen geändert haben könnte? Schreibt es mal in die Kommentare. Bist du gemutet? Vielleicht? Nee, bin ich nicht. Also, okay, weil du jetzt pausiert hast, ich dachte, du wolltest was sagen. Also, nein, ich wollte jetzt mal gucken. Also, was hältst du von seiner Einschätzung, von seiner Meinung? Naja, die deckt sich mit dem, was ich mir gedacht habe. Also, ich muss sagen, ich fand die Meinung, klar, die ist jetzt schon links gewesen, aber ich fand die noch ansatzweise oder verhältnismäßig zurückhaltend im Vergleich zu anderen Funkformaten. Deswegen, wegen mir mag das gehen. Also ich muss auch sagen, der Typ ist mir ein Stück weit auch sympathisch. Also ich fand auch die Aufmachung von dem Beitrag im Großen und Ganzen ganz gut. Also da wurde sich schon Mühe gegeben. Klar, ja, war es jetzt hier letztlich trotzdem linke Ideologie, aber damit habe ich dann auch gerechnet. Also ich meine, seine Meinung war, wir müssen mehr zuhören und das besser erklären. Dann klappt es auch mit den jungen Leuten. Genau. Und das sehe ich halt nicht so. Also, ihr solltet vielleicht wirklich mal was machen. Und nicht das ist Ding, erklären, was ihr vielleicht machen wollt. Irgendwann. Richtig. Ja, zuhören, das ist halt auch wieder so eine, letztlich so eine Politikphrase. Man muss nicht zuhören, man muss was machen, ja. Beziehungsweise, der Politiker hat doch jetzt
20 Minuten oder wie lange das jetzt ging, zugehört. Jetzt kann er mal ins Machen kommen, wenn halt die jungen Leute da wichtig sind. Ja, so ist es. Spoiler, wird nicht passieren. Na gut, liebe Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das jetzt hier fandet. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zur nächsten Dokumentation, die hier in der Pipeline steht. Richtig. Ciao, ciao.